Ertragen bedeutet Kraft. Diejenigen, die ertragen können, gelten als mächtig. Diejenigen aber, die Ruhe, Spott und Kränkungen nicht widerstehen können, als wäre es ein Becher süßen Taus, werden in ihrem Handeln nicht als klug angesehen. Auf diese Worte aus dem Sutra The Heritage of the Buddha's Teaching stieß ich, als ich im Jahre 1954 The Biography of Shakyamuni Buddha verfasste. Sie erinnerten mich augenblicklich an die Jahre, die ich nur aufgrund meiner Duldsamkeit überstanden habe. Wenn ich an die blasierte, unbeständige Gesellschaft der Zukunft denke, geben mir diese Worte die Sicherheit, dass ertragen können Kraft bedeutet. Diese Duldsamkeit hat mir geholfen, mit schwierigen Menschen und Situationen fertig zu werden. Rückblickend kann ich vertrauensvoll sagen, dass die Fähigkeit, Kränkungen und Schmach ertragen zu können, die größte Kraft in dieser Welt ist. Duldsamkeit ist nicht gleich Feigheit. Meine jungen Jahre waren von Armut gezeichnet, die meine Persönlichkeit mit Ausdauer und der Fähigkeit, hart arbeiten zu können, geprägt hat. Als ich im Alter von 23 Jahren in Taiwan eintraf, besaß ich keinen Pfennig. In den Tempeln wurden zu jener Zeit noch keine Menschen vom chinesischen Festland aufgenommen, sodass ich als Obdachloser leben musste. Ich erinnere mich noch heute daran, wie ich in die Gosse fiel, vom stürzenden Wasser ein ganzes Stück fortgespült wurde und der Sonne ausgesetzt war, bis mein Körper mit Schweiß bedeckt war. Immer noch bin ich Herrn Ching Tung Lin dankbar, der mir im Pao Chu Tempel Herberge gab, nachdem ich von Tainan nach Taichung gewandert war. Obwohl in jenen frühen Jahren in Taiwan die Armut mein ständiger Begleiter war, schlug ich immer wieder Angebote aus, mich als Schwiegersohn oder Erbe einsetzen zu lassen. Wäre ich nicht in der Lage gewesen, die Armut ertragen zu können und hätte einen anderen Weg eingeschlagen, wie das viele meiner Dharma-Brüder getan haben, so wäre ich meinem Anspruch, das Dharma zu verbreiten, nicht gerecht geworden. Ich erkannte, dass Duldsamkeit nicht gleich Feigheit ist. Vielmehr ist es der Mut, an seinen Prinzipien festzuhalten, wenn man mit der schwierigen Wahl zwischen Ruhm und Verzicht, Leben und Tod konfrontiert wird. In den 10 Jahren, in denen ich an buddhistischen Hochschulen in China studierte, hatte ich nicht nur meine täglichen Aufgaben zu erfüllen, sondern diente meinen Mönchbrüdern auch, indem ich 2 Jahre lang für sie kochte, sie 6 Jahre lang beim Essen bediente und ihnen 2 Jahre lang Tee servierte. Nach meiner Ankunft in Taiwan meldete ich mich freiwillig für schwere Arbeiten, um dadurch meine Dankbarkeit zu zeigen, dass mir Unterkunft gewährt wurde. Mein fleißiges Arbeiten brachte mir großen Respekt ein, obwohl ich den taiwanesischen Dialekt nicht zu sprechen vermochte. Oft war mir schwindelig und übel vor Müdigkeit, trotzdem plagte ich mich weiter und ertrug die Mühsal mit großer Entschlossenheit. Nur ich allein weiß, welch große psychische Belastungen ich ertragen musste. Später entschloss ich mich, die buddhistischen Lehren durch Schreiben zu verbreiten. In den ersten Jahren kosteten mich meine Aufsätze und Vorträge so manch schlaflose Nacht. Dann begann der Bau von Fuguanshan, der meinen vollkommenen Einsatz rund um die Uhr erforderte. Die vergangenen 10 Jahre habe ich mit Reisen, Vorlesungen und dem Bau von Tempeln rund um die Welt verbracht. Mein Leben lang habe ich ohne Unterlass eine große Arbeitslast, Ermüdung und ein ruheloses Leben ertragen. Dieses Ertragen erweitert den Horizont und hilft, die Zukunft des Buddhismus zu erblicken. Aus diesem Grund habe ich unter der großen Last niemals gelitten.